22 beginning. Proceed with voice print identification. For months, every move I have made has been watched. Was ich hier jetzt sage, ist für die nach der Rechtslage Grund genug, um mich zu überwachen. Welcome to the Badlands of Privacy. Theoretically, it can track all of your communications. Ein Frontbericht aus dem Land des großen Bruders von Chris Harderer. Welcome to the real world. You are the kid. Hey, big brother! Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der CrowdFM Big Brother News. Wenn amerikanische Regierungsbehörden glauben, in Europa Personen entführen zu können, illegal über Grenzen transportieren zu können, dann muss das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union rechtliche Konsequenzen haben. Das nur mit richterlichem Auftrag abgehört werden darf. Das alleine ist bedeutend zu wenig. Und gespeichert werden darf. Zu wenig. Das ist eine vollkommen klare Sache, die auch in Österreich, glaube ich, konsensfähig ist. Andere reden davon, wir drehen die Zeit tatsächlich zurück. Die Big Brother News 2005. Reloaded. Januar. Ernst Strasser, als Innenminister in den letzten 4,5 Jahren gute Arbeit für die Sicherheit der österreichischen Bürgerinnen und Bürger geleistet. 90% der Menschen in unserem Land fühlt sich sicher. Anfang Januar wurde in Österreich die erweiterte Videoüberwachung eingeführt, die Behörden umfangreiche Rechte für die Überwachung öffentlicher Plätze einräumt. Ein Sicherheitsplacebo für die Öffentlichkeit, wie Hans Zeger, ob man der arge Daten meint. Es funktioniert Videoüberwachung dort, wo sie eingesetzt wird. Da kann ich also Kriminalität, aber auch soziale Randgruppen relativ gut abdrängen in Seitengassen. Es führt aber dazu, dass eben dann Drogendealereien dann eben auf einem nicht überwachten Platz stattfinden. Für den Staat ist das im Prinzip eine Bankrotterklärung der Sicherheitspolitik. Denn der Staat hat dazu zu sorgen, dass überall im Staat die Sicherheit gewährleistet ist, die Kriminalität reduziert wird. Und eine flächendeckende Videoüberwachung ist für Österreich weder leistbar noch administrierbar. Sie würde wesentlich mehr kosten, als das gesamte österreichische Bruttoinlandsprodukt ausmachen würde. Die erweiterte Videoüberwachung ist erst der Auftakt zu weiteren Plänen und Maßnahmen, die im Jahr 2005 für Schlagzeilen sorgen werden. Februar. Ohne Visionen geht gar nichts. Darum würdigen die Big Brother News 40 den verstorbenen Science-Fiction-Pionier Walter Ernsting, der nicht nur als einer der Urväter der deutschen Fantastik gilt, sondern gemeinsam mit K.H. Scheer die Perry-Rhoden-Heftromanserie gründete. Prominenter Sendungsgast Axel Mehlhaut, Betreiber des Wiener Jazzland. Wir hatten damals eine kleine Gruppe vom Science-Fiction-Club Deutschland hier in Wien und wir trafen uns jede Woche am Samstagnachmittag. Und eines Tages war riesige Aufregung, weil Walter Ernsting, der große Präsident, wollte die Wiener Gruppe besuchen. Und er sprach mit uns über Science Fiction und wir stellten ihm Fragen. Und er ist immer wieder darauf zurückgekommen, dass wir, also uns aushorchte über einen neuen Autor, einen gewissen Clark Dalton, was wir von den Romanen halten würden. Ungefähr ein Jahr später sind wir dann drauf gekommen, das Geheimnis war, Walter Ernsting war Clark Dalton. Walter Ernsting gilt ja so quasi als der Vater der deutschen Science Fiction. Was hat er da gezeugt und mit wem? Er hat, eigentlich ganz alleine. Der Walter hat das Richtige gemacht. Er hat mit einfachen Geschichten angefangen, mit Trivialliteratur angefangen und hat die dann immer gesteigert. Alle möglichen Sachen sind erschienen damals beim Babel Verlag. Und er hat dann angefangen, Science Fiction zu initiieren. Zuerst unter einem Verlagspseudonym Alf Tjörnsen sind die erschienen. Die waren mehr schlecht als recht. Und diese Hefte haben aber die Jugend begeistert. Das war das erste, die erste Utopie, das erste positive Erlebnis, Weltraumfahrt, die Neugier. Wie schaut es am Mond aus? Gibt es andere Wesen? Wir sind langsam drauf gekommen, wie unendlich groß der Kosmos ist. Und der Walter hat diese Romane uns geliefert. Als Erster, als Einziger, als Pionier. März. Ein technisches Gespenst geht um. Sogenannte nicht letale Waffen. Im Strafvollzug werden die Taser-Elektroschockwaffen, die einen Gegner nicht töten, sondern nur stoppen sollen, bereits eingesetzt.
Es ist eine umstrittene Technologie, deren Umfang weitaus größer ist als auf den ersten Blick ersichtlich. Die Big Brother News widmeten sich den angeblich nicht tötenden Waffen gleich mehrmals. Und auch ihrem Erfinder, dem US-Colonel John B. Alexander. Was mehr als nur ein bisschen nach dem Raumschiff Enterprise klingt, hat seinen Ursprung in der Gedankenwelt eines Herrn namens John B. Alexander, der sich im Rang eines Colonels der US Army befindet. Alexander ist nicht nur der Vater des amerikanischen Non-Lethal Weapon Entwicklungsprogramms, sondern schreibt auch Bücher über den Stand der Dinge. Winning the War heißt sein letztes, das 9/11 zum Anlass nimmt, die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts neu zu definieren. I think there's a merger of the missions between law enforcement and the military. On the law enforcement side, they are now facing armed criminals that require, you know, extensive firepower. Die Entwicklung sogenannter nicht-tödlicher Waffen hält Alexander für einen elementaren Bestandteil einer neuen Politik, in der sich Polizei und Militäreinsätze überschneiden. Einerseits, so Alexander, habe es die Polizei mit Kriminellen zu tun, die eine große Feuerkraft erfordern, was einer Militäraktion schon recht nahe käme. Andererseits wiederum werde von Soldaten auch Objektsicherung verlangt, beispielsweise von Museen, was einem Polizeieinsatz entspräche. In diesem divergierenden Szenario seien Waffen, die ein Opfer nicht töten und auch die Bausubstanz unbeschadet lassen, ein wesentlicher Vorteil. The X-26's new shaped pulse technology uses a highly refined energy pulse that concentrates a small portion of energy to first penetrate the barrier. The result is a high-performance, highly efficient, less lethal weapon that has an incapacitating effect even greater than the M-26. Tatsächlich sind auch an Taserwaffen, wie sie teilweise auch von der deutschen Polizei eingesetzt werden, schon Menschen gestorben. Der Stromstoß, der einem Opfer über eine in die Haut geschossene Nadel und einen Draht verpasst wird, ist nur für gesunde Menschen mit guter Konstitution wirklich ungefährlich. Heinz Bartelt von Amnesty International Österreich. Wir haben also händeringend ans Justizministerium appelliert, bevor sie das einführen und bevor sie wieder eine Systemveränderung machen in die falsche Richtung, die derzeit laufende, sehr kritische Evaluierung in den USA und in anderen Staaten sich anzuschauen. Es gibt eine Vereinigung der Polizeichefs auf internationaler Ebene. Selbst diese Gruppe, und das ist ja wohl nicht ein Jugendgesangsverein, wenn ich das so nennen kann, steht dem Einsatz von Taserwaffen mittlerweile aus genau den Gründen sehr kritisch gegenüber, weil es immer wieder nicht vorhersehbare Todesfälle gibt, wohl aber auch die Situation, dass Beamte schwer verletzt worden sind, weil sie sich auf die Taserwaffe verlassen haben und sie nicht gewirkt hat. Die Taserwaffe ist weder Fisch noch Fleisch. Im Grazer Schlossbergstollen wird ein System gegen Vandalen eingesetzt, das vom Wesen her einer sogenannten nicht-letalen Waffe entspricht. Mit einem 8 Kilohertz Ton werden unliebsame Personen aus dem Stollen vertrieben, wie beispielsweise Obdachlose oder die vom Grazer Bürgermeister sowieso ungeliebten Punks oder auch Schüler, die außerhalb der Öffnungszeiten im Schlossbergstollen Partys feiern. Christoph Balloch von der Grazer Theaterholding über die Schallkanone Marke Eigenbau. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. Der Grund der Installation dieses Tonsystems war der, dass wir zunehmend in der kalten Jahreszeit Jugendliche in unserem Stollensystem, wenn wir keine Veranstaltung haben, vorfinden, die einfach nach der Schule sich dort betrinken mit unter anderem schweren Alkopops. Eine Kurzschlussidee war es dann, weil es ja im Stollensystem eine Soundanlage gibt, dort einfach eine nervige Nummer reinzuspielen, die irgendwann allen auf den Hammer geht. Ich habe Dire Straits Brothers in Arms auf Repeat geschalten. Das lief dort mehrere Stunden, was dazu geführt hat, dass zum Schluss die Jugendlichen mitgesungen haben und noch intensiver gefeiert haben. Ja. Aus diesem Fehlschlag ist die Idee entstanden, machen wir irgendwas Unangenehmeres, wenn Brothers in Arms auf Repeat schon nicht unangenehm genug ist. Vielleicht gibt es einen Ton, der einfach nervig ist. Mein Kollege, der Oliver Kern, der technische Leiter ist vom Domenberg, hat daraufhin über einen Frequenzgenerator den unangenehmen Ton von 8 kHz generiert. Das ist wirklich ein unangenehmer Ton, den man gar nicht laut abspülen braucht. Man haltet ihn einfach nicht aus. Amnesty International stellt zuerst den von Manfred Nowak und Alexander Lubich erarbeiteten Bericht Fundamental Rights in Austria vor und dann gleich den aktuellen Jahresbericht 2005.
Conclusio beider Berichte, in Österreich nehmen Amnesty und das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte neben noch immer teils dramatisch verlaufenden konkreten Menschenrechtsverletzungen zunehmend gewichtige Defizite im strukturell menschenrechtspolitischen Bereich wahr. Guten Morgen, meine Damen und Herren, zur Jahresberichtspressekonferenz von Amnesty International. Vergangenen Mittwoch stellte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ihren Jahresbericht 2005 vor, der sich mit den menschenrechtlichen Verfehlungen der einzelnen Staaten auseinandersetzt. Kennzeichnend für die derzeitige Menschenrechtslandschaft, so die internationale Generalsekretärin von Amnesty International, Irene Kahn im Vorwort, sei die tödliche Kombination aus Gleichgültigkeit, Straflosigkeit und der Aushöhlung von Menschenrechtsnormen. Erstmals werden die Crop FM Big Brother News nicht nur bei Radio Helsinki in Graz ausgestrahlt, sondern auch bei der damals noch neuen Sendung Radio Netwatcher auf der Frequenz von Radio Orange 94.0 in Wien. Wir sind jetzt vor Ort bei einer konspirativen Redaktionssitzung der Netwatcher-Mannschaft und mit im Boot sitzen Manfred Kretschek, Hannes Nagel. Netwatcher ist eine neue Sendung im Orange-Programmschema. Worum wird es dabei gehen? Speziell um Netzthemen, Internet und Recht, Open Source, E-Commerce, E-Government, E-Learning, Privatsphäre, Netzkultur, ein wenig auch abseits der Matrix. Gewichtung ist in erster Linie Richtung Datenschutz und Co. Wer macht Netwatcher und wer sind seine Verbündeten? Das Netwatcher-Team ist ein Team aus Journalisten, aus Technikern, Künstlern und einigen Insidern. Und unsere Verbündeten sind alle die, die an Netzthemen interessiert sind, inside und jenseits der Matrix. Das alleine ist bedeutend zu wenig. Hey, Big Brother! Juli. Die mittlerweile beschlossene Data Retention Direktive der Europäischen Union kommt erstmals in die Medien. Ein Thema, mit dem sich die Big Brother News über Monate hinweg beschäftigen werden. In den Big Brother News 48 macht Erich Möchel von der Online-Plattform ORF On den Anfang. Was da jetzt tatsächlich auf dem Tisch liegt in Brüssel, beziehungsweise auf den Tischen aller 25 EU-Mitgliedstaaten, denn immerhin haben die Innenminister der EU diese Sache angezündelt, ist die sogenannte Richtlinie zur Vorratsspeicherung von Verkehrsdaten. Das klingt sehr harmlos. Verkehrsdaten, was kann denn da schon dran sein? Und es ist doch immer gut, einen Vorrat zu haben. Nur in diesem Fall bedeutet das etwas anderes. Die Verkehrsdaten sind Ihre persönlichen Bewegungen, sind Ihre persönlichen Kontakte zu anderen Personen. Das wird gespeichert, das sind Ihre Bewegungen, durch welche Funkzellen Sie sich bewegen mit Ihrem Handy. Wenn Sie eine gewisse Anzahl an Daten einer Person haben, Daten, die im ganz normalen Verkehr, Telefonverkehr in den Handynetzen, aber auch im Festnetz anfallen, dann kann man aus der Menge dieser Daten, wenn sich die über mehrere Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr ansammeln, schon mit Hilfe geeigneter Programme ziemlich genaue Rückschlüsse auf die Person, die dieses Handy benutzt, führen. Und genau darum geht es. Hey, Big Brother! Oktober. Die alljährlichen Big Brother Awards, mit denen die besten Überwacher des Landes ausgezeichnet werden, stehen fest und werden im Rahmen einer Gala im Wiener Theater im Rabenhof verliehen. Hey, Big Brother! Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Crop FM Big Brother News. Heute werfen wir zuerst einen Blick auf die Preisträger der heurigen Big Brother Awards, die am 25. Oktober prämiert wurden. Und dann betrachten wir noch das neue Gesicht des amerikanischen Krieges, die Generation Kill. Herzlich willkommen bei den Big Brother Awards 2005! Am 25. Oktober wurden im Wiener Theater im Rabenhof im Rahmen der Big Brother Awards Gala die besten Überwacher und Privacy-Terroristen des Jahres ausgezeichnet. Viele waren nominiert, nur wenige konnten gekürt werden. Aber sie sind symptomatisch für den immer gravierenderen Angriff auf die Persönlichkeitsrechte von Bürgern. Verlautbart wurden die Preisträger von Hupsi Kramer, der auch als Regisseur der Bühnenshow fungierte. Big Brother's watching you, Emma Sue, aber wir sagen nur Big Brother, fuck you!
Yeah. Hallo, bei den Big Brother Awards, das war wie spät? Informationsmäßig schieße ich gleich los, weil wir eine Menge Informationen für Sie heute, weil schließlich geht es ja um unsere Freiheit, beziehungsweise einen totalen Überwachungsstaat. Es geht aber darum, dass jeder von uns mehr mitmachen bei bestimmten Dingen, weil wenn wir es nicht machen, das macht niemand. Die Freiheit, um die muss man kämpfen. November. Das Musiklabel Sony BMG macht mit einem neuen Kopierschutz für Audio-CDs von sich reden. Was der Konzern anfangs noch als Bagatelle darstellen will, weitet sich bald zum Skandal aus. Die Big Brother News 55 berichten darüber. Everybody was Kung Fu fighting. Eine ordentliche Watschen bekam das Musiklabel Sony BMG in der letzten Woche von Medien aus der ganzen Welt verpasst. Der Grund ist ein Kopierschutzverfahren, das vom Sicherheitsexperten Mark Rusinovic auf amerikanischen Musik-CDs von Sony ausgeforscht wurde. Beim Einlegen einer solchen CD in ein Computerlaufwerk wird ohne Wissen des Anwenders ein Digital Rights Management System installiert. Dieses soll unlimitiertes Kopieren der CD verhindern, kann aber auch zu Instabilitäten des Windows-Betriebssystems führen und lässt sich kaum entfernen. Damit, so der Tenor vieler Käufer, habe der ehemalige Edeljapaner, der den Trends mittlerweile eher hinterherhechelt, als sie zu machen, den Bogen überspannt. Die heimliche Installation getarnter Software ist nicht nur eine Ehrlosigkeit, für die ein anständiger Samurai zumindest Harakiri begehen würde, er stellt auch einen gravierenden Eingriff in Persönlichkeitsrechte dar. Auch Herr und Frau Sony müssen an die Tür klopfen, bevor sie vielleicht eingelassen werden. Everybody was Kung Fu fighting. Wir haben bei Hans Zeger von der Arge Daten nachgefragt, ob der traumatisierte Japaner auch darf, was er tut. Also wenn ich eine Ware kaufe, dann erwarte ich von dieser Ware entweder ausdrücklich vereinbart oder unausgesprochen bestimmte Eigenschaften. Bei einer CD wird es etwa die sein, dass ich also Musik hören kann und dass ich die also abspielen kann. Überfallsartige Installation von zusätzlicher Software dazu, dass zum Beispiel mein Computer nicht mehr funktioniert, dann ist das schlicht und einfach Sachbeschädigung und wäre auch schadenersatzpflichtig durch den Hersteller. Durch die Umstellung der Volkszählung auf eine Registerzählung sollen hunderte Datenbanken im Innenministerium verknüpft werden. In den Big Brother News Nummer 57 spricht SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann von einer Rasterfahndung auf Vorrat und später der grüne Peter Pilz noch über die CIA-Überflüge. Was da passiert ist, ist erstens nicht notwendig und führt zu einer Verknüpfbarkeit der Daten, dass das praktisch die Rasterfahndung auf Vorrat für jeden Österreicher darstellt. Nach der Bildungsevidenz ist die Registerzählung eine weitere Lösung, die weit über die für die Statistik geforderten Daten hinausschießt. Dementsprechend liest sich auch die Liste der im Innenministerium verknüpfbaren Datenbanken wie eine Metternich'sche Weihnachtseinkaufsliste. Welche Daten sind verknüpfbar? Melderegister, dann alle Sozialversicherungsdaten, alle Daten von Bildungsanstalten, Steuerregister, Arbeitsmarktservice, Unternehmensregister, Gebäude- und Wohnungsregister. Und diese Daten kann man dann verknüpfen zur Prüfung, zum Beispiel mit dem Zulassungsregister für Kfz, Familienbeihilfenregister, zentrales Fremdenregister, Dienstbehörden von Bund, Ländern und Gemeinden, Sozialhilfeträgern, Dateien von Bundesministerium für Inneres oder anderen. Seit der militärischen Intervention in Afghanistan gibt es ein CIA-System, um Gefangene auszufliegen und an Orte zu verbringen, wo man sie verhören kann, wo man sie vor der Öffentlichkeit verstecken kann und auf unbestimmte Zeit gefangen halten kann. Wir kennen die Berichte über Folterungen, wir kennen die Berichte über einzelne Todesfälle und es ist vollkommen klar, dass es sich um ein System handelt, das außerhalb jeglicher gesetzlicher Ordnung steht. Mit Billigung der amerikanischen Regierung wird im Rahmen des CIA-Systems systematisch entführt, genötigt, erpresst, gefoltert und in einzelnen Fällen auch gemordet. Bis heute können knapp 20 dieser Flüge im Rahmen der Europäischen Union dokumentiert werden.
Es hat sich bei keinem einzigen dieser Transporte um sogenannte Staatsflugzeuge gehandelt. Alle diese Flüge, und es hat nicht nur diesen einzelnen Flug gegeben, so viel ist in der Zwischenzeit klar, sind privat unter Täuschung der österreichischen Behörden durchgeführt worden. Wenn Ihnen vorher ein paar Monate gefehlt haben, das hat schon seine Richtigkeit. Gelegentlich unternehmen die Big Brother News auch Ausflüge in Randgebiete, wie man vielleicht sagen könnte, wie im August mit einer Vorschau auf das Kunst- und Technologiefestival Ars Electronica. Das Motto Hybrid erklärt Ars-Mitorganisatorin Brigitte Schöpf. Mit der Züchtung von Pflanzen und Tieren ist der Begriff Hybrid in den quasi Alltagsgebrauch, in den Alltagswortschatz gekommen. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass wir heute in einer Zeit leben, in der sowohl unsere Gesellschaft in allen Ausformungen, sei es im künstlerischen, sei es im kulturellen, sei es im wirtschaftlichen Bereich, in einer Zwischenphase ist, wo zwei grundsätzlich bislang getrennte Welten ineinander übergehen und einen neuen Zustand formen. Sie kennen alle die Auswirkungen im Wissenschaftsbereich, ob wir das nun Nanotechnologie nennen, Bionic, gesamte Gentechnologie einerseits. Wir erleben es aber auch in kulturellen Umbruchssituationen. Und letztlich bedankten sich die Big Brother News in der Folge 45 auch noch bei einem großen Radiomacher für eine der bis heute erfolgreichsten Medienmanipulationen der Welt, nämlich bei Orson Welles, rechtzeitig zum Kinostart von Steven Spielbergs War of the Worlds Kinoflop. Wir schreiben den 30. Oktober 1938. Tausende Menschen genießen den schönen Herbstnachmittag, bis das Radioprogramm von einer Sondermeldung unterbrochen wird. Knapp 35 Kilometer von New York entfernt sei ein riesiger flammender Körper auf eine Farm in New Jersey gestürzt. Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. We have dispatched a special mobile unit to the scene. In the meantime, we take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Was anfänglich noch nach einer Falschmeldung klingt, löst letztlich eine Panik in den USA aus. Denn während einer Live-Übertragung identifiziert ein Reporter den abgestürzten Körper als außerirdisches Raumschiff. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Im Oktober 1938 wurde Amerika nicht von Marsianern heimgesucht, sondern von Orson Welles, der mit The War of the Worlds die Grenzen zwischen Radio und Realität aufhob. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. Sein klassisches Dokumentarspiel nach dem Roman von H.G. Wells wurde von der Mehrheit der Amerikaner für wahr gehalten. Menschen flüchteten vor den vermeintlichen Aliens aus ihren Häusern. Es kam zu Plünderungen und im Staat New Jersey wurde die Nationalgarde mobilisiert. We know now that in the early years of the 20th century this world was being watched closely by intelligences greater than man. Das Film- und Theatergenie Orson Welles hatte damit die suggestive Macht der Medien plakativ aufgezeigt. Mehr als 60 Jahre vor dem Irakkrieg, den die US-Medien inszenierten, als hätten sie bei Orson Welles gelernt. All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life. A life that has no continuity with the present. Die Mechanismen der Medienmanipulation sind heute noch die gleichen, wenn auch von einer viel ausgefeilteren Technologie unterstützt. Dementsprechend zeitlos präsentiert sich Orson Welles' The War of the Worlds noch heute. Und wer sich die vielleicht 58 interessantesten Minuten der über 100 Jahre langen Geschichte des Radios im O-Ton anhören möchte, im deutschen Hörverlag ist die Originalaufnahme von The War of the Worlds als CD erschienen. So goodbye everybody and remember please for the next day or so the terrible lesson you learned tonight. That was no Martian, it's Halloween. The
Der Februar kommt ein zweites Mal dran, nämlich als Geburtsmonat eines Spin-off-Projekts der Big Brother News. Die redaktionell von Claudia Altendorfer und dem Big Brother News Team betreute Website www.folter.co.at ist sowohl Materialsammlung als auch Ressourcenpool zu allen Aspekten der Folter. www.folter.co.at ist ein laufendes Projekt mit offenem Ende, dessen Sinn und Werdegang Claudia Altendorfer folgendermaßen beschreibt. Im Februar 2005 wurde die Internetplattform www.folter.co.at ins Leben gerufen. Diese Plattform ist eine nicht kommerzielle Website und stellt eine Materialsammlung zum Thema Folter dar. Sie beinhaltet Texte, Bilder und audiovisuelles Material und soll sowohl Grundlage für eine wissenschaftliche und künstlerische Auseinandersetzung wie auch Forum zum Thema Folter sein. Horst Herrmann, Soziologe und Buchautor des erst kürzlich erschienenen Buches »Die Folter – Eine Enzyklopädie des Grauens«, weist mit Recht darauf hin, dass es keinen Wissenschaftszweig gibt, der sich Folterwissenschaft nennt. Wir müssen endlich unser Mal darüber einigen, dass es so etwas geben muss wie eine Lehre, eine wissenschaftliche von der Folter. Ich nenne das Trochologie vom griechischen Trochos, das Rad, die Folter. Also eine Lehre, die seriös und bis ins Detail genau das darstellt, was wir alle nur so vom Hörensagen wissen. Folter beginnt nicht erst mit der aktiven Handlung. Folter beginnt im Kopf. Trotz der ernsten Thematik gab es im Jahr 2005 auch einen Grund zum Feiern. Im August ging nach fast 2,5 Jahren Laufzeit die 50. Ausgabe der Crop FM Big Brother News über die Bühne mit einem Meinungsmedley zum Thema Überwachung. Sagst du, ist es notwendig, dass sie noch sowas anhören müssen? Ja, ich seh's ein. Züchtigt mich bitte, liebe Exekutive. Ich hab Strafe verdient. Ich habe in sich... Ich habe in sich erfüllt. Ich habe in sich erfüllt. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Aber wenn man natürlich auch wieder sagt, es gibt keine Verschwörungen, dann liegt man auch falsch. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Your move, creep. Bei uns ist jetzt der Grazer Comiczeichner Jörg Vogeltanz. Ich werde zum Beispiel so ungern befragt zu Themen, zu denen ich eigentlich nur ganz eine klare Meinung habe, nämlich ja oder nein. Und meine Meinung zu Abhören ist generell überhaupt nein, danke. Dass nur mit richterlichem Auftrag abgehört werden darf und gespeichert werden darf, das ist eine vollkommen klare Sache, die auch in Österreich, glaube ich, konsensfähig ist. Wenn man den Terrorismus tatsächlich als die Gefahr begreift, die er darstellt, dann muss man tiefergehender und konsequenter ansetzen. Super Sheriff! Alles auf die Knie! Und braucht man einen echten europäischen Aktionsplan gegen den Terrorismus? Züchtigt mich bitte. Das alleine ist bedeutend zu wenig. Züchtigt mich bitte. Zu wenig. Und bevor der letzte Sekt verschüttet ist, noch eine Danksagung. Nicht nur an die Hörer, sondern auch an alle, die zu den Sendungen beigetragen haben. Im Speziellen Tarek Al-Ubaidi, Claudia Altendorfer, die auch an dieser Sendung mitgearbeitet hat, Manfred Gretschi, stellvertretend für das Team von Radio Netwatcher auf Orange 94.0, dem Geschwisterpaar Ertru und Zilk und die zahlreichen Interviewpartner, die uns ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben. Der Link auf die Homepage der Big Brother News lautet www.bigbrothernews.org und von dort sind auch alle bisherigen Sendungen abrufbar. Gewidmet ist diese Ausgabe der Crop FM Big Brother News dem Amazonas Willi aus Graz, der zurzeit alles erdenklich Gute brauchen kann. Crop FM Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit. Silver magic ships you carry, Jumper's Coke, sweet Mary Jane. Crop FM. You're the answer that makes my questions disappear. Cropfm.mur.at.